Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion. Wir versuchen hier gerade ein paar Taxen auszuschalten. Judge. Noch einmal. Bitte nicht. Netzwerk betriebsbereit. Anders überlegt. Starte Diagnose. Sie war das. Sie war das. Überschreibe Code. Ich werde sie. Gehe zur letzten bekannten Position. Mhm. So, wo haben wir das letzte? Da unten. Okay. Okay. Ziel ist verloren. Sonst noch jemand auf den Beinen? Oh, das haben wir jetzt ja gleich. Als hättest du eine Banane in den Kopfboden gesteckt. Jedes schwarze Taxi in London hat soeben angehalten. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Das merke ich. Ich rücke vor. Was zum Teufel? Oh! Oh! Hoffe, du bist bereit. Oh! Oh! Scheiße! Danke. Ja, es wäre angenehmer, wenn da jetzt nicht die ganze Zeit Gegner gekommen wären. Nee, ich glaube, für die Punkte ist mir das jetzt auch nicht wert, da nochmal reinzurennen. Dann hallo und tschüss. Oh, Sie fahren schon wieder. Sie müssen auf ein älteres System-Backup umgesprungen sein. Erste Berichte lassen vermuten, dass Sie keine Mordlust mehr verspüren. Glaubst du, die KI wollte Sky Larson töten? War das ihr ultimatives Ziel? Ich meine, das wäre fair. Aber sie hat auch Unschuldige umgebracht. Das ist weniger fair. Kopf oder Zahl, seine ganze Romantik verloren. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann können wir, glaube ich, direkt nochmal in die Basis zurück. Da ist ja noch ein Auftrag. Nehmen wir den mal noch schnell an. Ah, nee, sogar zwei. Ach, es geht bei dir jetzt noch weiter. Okay. Oh Mann, das ist krass. Hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Was meinst du damit? Das ist Stormzy. Du weißt schon, Vossi Bob, shut up, Glastonbury. Er hat uns eine Nachricht geschickt und fragt direkt nach DedSec. Jetzt sind wir große Fische. Das ist ein unglaublich wichtiger Auftrag für uns. Sehr cool. Ich schick dir die Nachricht. Und ich flehe dich an. Verkack das nicht. Ach, was. Keine Sorge. Was gibt's, DedSec? So sieht's aus.
Der SARS ist schon länger hinter mir her. Blockt meine Kanäle, schaltet jeden meiner Streams ab und sperrt meine Bankkonten. Ich habe immer die da oben kritisiert. Und jetzt wollen sie mich aufhalten. Ich habe diesen neuen Track, der ist echt krass. Ich hoffe, du redest gleich noch weiter. Ihr habt Mr. Stormzy gehört. Es gibt was für DedSec zu tun. Wir müssen durch die Hintertür in Albions Server und diese illegale Show schmeißen. Gut, tust du nicht. Alles klar. Dann... schauen wir mal. Da hätten wir das Schnellreise. Tatsächlich nicht. Doch. Wir brauchen euch hier nicht. Schweine! Verbrecher! So, dann schauen wir mal. Okay. Ups. Wo führt das denn alles rum? Stormzy greift auf den Server zu. Wie will er eine Show geben, während er sich versteckt hält? Und eins, und zwei. Yo, was geht, Leute? Hier ist Stormzy, hier ist Big Mike. Und DedSec ist an meiner Seite. Yo, DedSec! Yo, Planet Erde! Jeder, der das sieht, soll die Nachricht verbreiten. Der SARS ist hier und sie wollen uns kaltstellen. An jeder Ecke sperren uns aufgepumpte Wachen ein, ermorden uns. Und wenn sie das nicht können, nehmen sie sich einfach, was sie wollen. Sie machen uns arm und verprügeln uns, damit wir keinen Widerstand leisten. Und wisst ihr was? Nichts davon ist neu. Die Herrschenden haben immer versucht, uns klein zu halten. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Und ich? Vor mir haben sie am meisten Angst. Denn ich bin ein schwarzer Mann mit Geld. Ich habe was zu sagen. Ich habe genug Macht, ich habe die Technik, ich bin berühmt, ich habe Fans. Und DedSec kämpft an meiner Seite. Ganz egal, wie hart sie uns treffen. Und ich meine uns alle. Wir müssen weiter die Wahrheit sagen. Und wenn uns jemand aufhalten will, uns in die Knie zwingen will, dann kann ich nur sagen, let the rain fall on our enemies. Mhm. So. Das ja schon mal so weit bringen. So. Sehr schön. Das läuft dann hier durch. Man muss oben rum. So. Genau, da ist wieder der Anfang. Dann sollten wir es also jetzt aber haben, ne? Das sieht gut aus. Ich habe eine neue Drohne für dich besorgt. Du darfst einen Testflug machen, aber mach keine Kratzer rein. Okay, bin ich mal gespannt. Jetzt haben sie uns bemerkt. Nichts und niemand darf die Übertragung verhindern. Drohnen wurden zur Verhaftung der Zielperson entsandt. Na? Ah, das ist ein... Ja, brauchen neue Drohne bitte. Ich
Ja, ich wäre angenehmer, wenn ich eine Waffe hätte, die auch in die Drohnen was bringt. Da ist die Drohne. Ich gehe mal gerade ein bisschen höher. Die haben halt auch immer nur so eine begrenzte Reichweite. Und ein sehr begrenztes Schadensoutput. Bah! Ich muss nachladen. Warte mal bitte. So, da scheint noch was zu kommen. Oh, die sind wahrscheinlich unten drunter. Alles klar. Die ist halt echt total unterlegen, die Drohne. Ja, da bist du. Ja, nächste bitte. Dankeschön. Ah, du hast doch Raketen. Okay, jetzt kapp den Feder, dann verschwinden wir von hier. Zentrale, komm. Schön, dass mir das jetzt angezeigt wird. So, wie sieht's aus? Du scheinst, nee, nicht ganz abgestürzt zu sein. Upload abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Detzek, ihr werdet nicht glauben, wie das vom Boden aus aussieht. In dieser Stadt ist heute Nacht mächtig was los. Alles klar. Zentrale, ich kann die Zielperson nicht sehen. Dann hauen wir mal gemütlich ab. So, sehr schön. Das hat keinen Sinn. Hey, Detzek, was geht ab, Leute? Der Track tendet auf der ganzen Welt. Der Sir dachte, er könnte uns den Stecker ziehen, aber von wegen. Ihr wart echt der Hammer. Ich bin immer noch mega high von der Show. Wir haben es echt geschafft. Geiler Scheiß, Detzek. Wir sind ein krasses Team. Alles klar, also wir haben den Song jetzt gekriegt. Nett. Gut. Dann. Da geht's. Zurück ins Versteck. Wenn du jetzt noch einen Auftrag hast, würde ich tatsächlich sagen, ich mache Hauptmission, weil mir das auch wieder, naja, ich glaube doch nicht, einigermaßen generisch vorkommt. Okay. Na gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Was läuft? Tut mir leid, dass ich nicht persönlich da bin, aber ich komme sicher nicht aus meinem Versteck. Aber ich habe eine verschlüsselte Verbindung zu eurem Versteck geöffnet. Ich habe mal mit eurem Freund Richard Malik Tacheles geredet, so zwischen Ex-Source Agent und Ex-Albion. Er hat mich auf diese Audioaufnahme hingewiesen. Die solltest du dir anhören. Könnte eine große Sache sein. Lass mal hören. Und wenn du mal Zeit hast, knall Malik doch eine von mir, ja? Gerne.
Was zur Hölle soll das heißen, keine laufende Untersuchung? Sind Sie die Polizei oder nicht? Sind wir. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Meine Freundin war Journalistin. Sie hat an einer Story über Entführungen durch den Sirs gearbeitet. Jetzt wird sie vermisst. Finden Sie das nicht ein wenig auffällig? Hören Sie, die Entscheidung in dieser Sache nicht zu ermitteln, wurde weit über meiner Gehaltsstufe getroffen. Sie verstehen? Sehr weit rüber. Sie stecken damit drin? Verdammte Scheiße! Ich leg jetzt auf. Und ich zeichne das auf. Die erwähnte Journalistin scheint sich mit dem SIRS angelegt zu haben. Und da Sie 1984 nicht als Warnung, sondern als Betriebsanleitung verstehen, könnten Sie in Schwierigkeiten stecken. Sie braucht unsere Hilfe. Allerdings. Dann mal los. Ich habe Ihren letzten bekannten Aufenthaltsort auf deiner Karte markiert. Du solltest dich aber beeilen. Die Daten sind noch so frisch, dass der SIRS sie vielleicht noch nicht erwischt hat. Okay. Schauen wir mal. Ach, da wäre auch ein Versteck, sehe ich gerade. Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, mache ich auch mal noch. Ist ja okay. Hier ist diese Journalistin auf mysteriöse Weise verschwunden, während sie untersucht hat, wie der SIRS auf mysteriöse Weise Menschen verschwinden lässt. Dann sollten wir dort unsere Untersuchung starten. Ich dachte, wir könnten der Möchtegern-Stasi vom SIRS einen Schritt voraus sein. Aber ich sehe Anzeichen für einen Kampf. Ich habe einige Beweisstücke markiert, die ich näher untersuchen möchte, wenn du mir hochauflösende Fotos besorgst. Cool. Anscheinend ist etwas Interessantes unter dem Auto. Beweg es, damit wir es uns genauer ansehen können. Na, alles klar. Das ist seltsam. Finde ich aber auch. Wie? Finden wir die Schlange? So, hoffen wir, dass du gerade ein bisschen Deckung bist. So, werden wir das zumindest mal los. Jagen wir was in die Luft. Dich zum Beispiel. So, auf geht's, Fotos zu machen. Reifenspuren relativ frisch. 24,9 Zoll Durchmesser, eine übliche Größe für große Fahrzeuge wie Trucks oder Vans. Nicht, niemand hier. Ich habe auch gerade ein Auto weggefahren. Ihr habt leider zu viel gesehen. Deswegen müsst ihr auch mal sterben. Na komm. Man muss von dem Ding dann ein Foto machen. Eine Notizdatei ist offen. Sieht nach einer Journalistin aus. Ich habe auf deiner Festplatte eine Mitschrift abgelegt. Immerhin wissen wir, dass sie hier war.
Danke, Bax. Alles klar. So, lass noch alles mal abfrühstücken. Danke fürs Geld. Ah, du bist abgeschaltet, oder? Jemand hat die Überwachungskameras mit Sprühfarbe verziert. Shit! Und jetzt? Ach, beruhig dich. Hast du geglaubt, ich hätte dich die ganzen Fotos für meinen Invite-Feed machen lassen? Wenn du den CTOS-Hub findest, kann ich deine Fotos mit dem Security-Feed gegenchecken und die Momente isolieren, bevor die Journalistin entführt wurde. Vielleicht versteckt sich da ein Hinweis. Alles klar. Mhm. Dankeschön. So, was auch immer das jetzt gerade geöffnet hat, ich denke mal, es sollte helfen. Ah, sehr schön. Gefunden. Das ist das Bild kurz bevor die Kamera schwarz wurde. Siehst du den Van im Hintergrund? Die Nummer auf dem Kennzeichen deutet darauf hin, dass dies ein Regierungsfahrzeug ist. Mhm. Cool. Das bestätigt, dass die Journalistin vermutlich vom SIRS entführt wurde. Weißt du, wer wissen könnte, wo ein SIRS-Agent eine unter fragwürdigen Umständen festgenommene Journalistin hinbringt? Ein anderer SIRS-Agent. Ich habe Malik in der Leitung. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue. Müsst ihr das denn? Vielleicht verfolge ich einen Plan. Vielleicht ist mir einfach auch nur langweilig. Ja, und? Sieh dir diese Farbe mal genau an. Das ist keine handelsübliche Farbe. Das ist Kark-Farbe fürs Militär. Erinnerst du dich, wie du mich vor Albion gerettet hast? Leck mich! Ach, komm schon. War doch lustig. Aber wie auch immer. Damit wir aus diesem Tag noch was rausholen, habe ich einen Wurm in ihrer Kommunikationsausrüstung installiert, der mir unter anderem Daten über ihre Anforderungen liefert. Ich habe Bagley gerade Zugriff gegeben. Anscheinend hat Albion gerade eine Lieferung Kark-Farbe in diesem Farbton zum Albion-Internierungszentrum liefern lassen. Ich übertrage den Standort. Danke. Dann auf! Holen wir uns mal die Farbe. Ich dachte, wir kommen schon direkt zur Journalistin, aber das scheint wohl noch ein bisschen zu dauern. Oder die ist das, kann natürlich auch sein. So, angekommen. Da hinten dran. Das Falsche ausgewählt. Das Albion-Internierungszentrum. Dort sollte sich die Journalistin befinden, die das illegale Entführungsprogramm des SIRS untersucht hat. Sehr schön. Du bist relativ allein, ne? Cool. Moment. Dann, ja, ich glaube, wir müssen direkt hier rein. Hallo, hallo. Dich hätte ich gerne.
Naja, ein bisschen aufgeräumt auf jeden Fall. Weil diese Drohnen, die hier durchdrehen, ne? Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Shit. Ich mach Meldung bei der Zentrale. Bin unterwegs. Du hast dich gerade überrumpeln lassen. So, dann gucken wir mal, wie wir euch rauskriegen. Ja, wahrscheinlich da oben. Ist eigentlich noch irgendwas Tolles? Technikpunkte. Na, einige. Warte mal, kriegen wir dich raus? Nein. Okay, schalten wir erstmal aus. Retten wir euch mal eine Runde. Wo war jetzt das Ding? Hilfe. Da, ah, okay. Gut, dann dürfen wir jetzt, glaube ich, alles hier eingeschaltet haben. Dann kommt. Lassen wir sie alle mal noch raus. Ah, zweiter. Genau, raus mit euch. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja. Okay, okay, ganz ruhig. Holt sie raus. Kein Problem. So, das sieht doch schon wieder besser aus. Alles klar, dann komm. Wir hauen mal ab. Kann keine Verfolger mehr sehen. Alles klar. Dass sie halt im Auto nicht miteinander reden. Das ist ein bisschen nervig. Aber gut. Danke für die Hilfe und alles, aber wir müssen uns beeilen. Wenn ich nicht heute noch aus dem Land rauskomme, bin ich kolossal am Arsch. Also, ich gehöre zu DedSec. Was können wir tun? Okay, vielleicht könnt ihr helfen. Der Sirs hat eine Gesetzeslücke entdeckt und kann dich aus egal welchem Grund verhaften. War der Beagle deines Butlers beim selben Hundefriseur wie einer der Tuan-Bomber? Dann kann dich der Sirs ohne Haftbefehl einsperren und das Schnüfflergesetz macht es legal. Was? Wie läuft denn das? Seit London zu CTOS gehört, hat der Sirs totalen Zugriff auf jede Mail, jeden Anruf, jeden Kamerafeed, einfach alles. Wenn man der Regierung diese Art von Informationen gibt, lautet die Frage nicht, wie machen sie das, sondern wie könnten sie nicht? Mann, das ist scheiße. Okay, hier ist deine Adresse. Jemand wird dir einen Pass besorgen. Viel Glück. Alles klar. Cool.
Was dürfte es gewesen sein? Sobald die Journalistin in Sicherheit ist, stelle ich ihr DedSec-Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihre Story beenden kann. Coole Idee, Bagley. Sehr schön. Gut, dann haben wir, glaube ich, bis auf die Dings die Sachen soweit. Ja, nehmen wir das nochmal mit. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. DedSec, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Okay. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.